Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Heute mal etwas anderes auf diesem Kanal. Bis jetzt gab es ja nur 2 Videos auf diesem Kanal. Nicht wundern, wenn ich etwas leise bin. Nebenan schläft gerade mein kleiner Bruder. Der ist da am Chillen, davon wollen wir uns jetzt nicht abhalten. Ich werde das auch in meinem Programm etwas verstärken. Dann höre ich mich etwas deutlicher an. Heute möchte ich euch ein Gaming-PC zeigen, der maximal 440 Euro kostet. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich das auch bei anderen YouTubern gesehen habe, die das auch ziemlich gut machen. Nur was mich bei bis jetzt jedem gestört hat, ist, dass dieser PC bzw. das Gehäuse kein Style hat. Es sieht nicht cool aus, es ist so ein, meistens immer so ein schwarzer Kasten, sage ich mal. Und das hat mich etwas gestört. Und deswegen habe ich diesen PC hier etwas styliger gemacht. Wie, das seht ihr jetzt. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Gehäuse, damit ihr seht, was ich meine. Das ist ein Aero 500 Medi Tower Weiß mit einem, mit so einem Sichtfenster. Das hat oben die ganzen Anschlüsse und hat hier sogar noch, keine Ahnung, so ganz kleine Anschlüsse. Da sehen wir uns aber gleich an. Wie ihr seht, es hat hier ein relativ großes Sichtfenster, bietet genug Platz. Von vorne einmal hier sind dann immer 2 Lüfter, die Luft reinsaugen. Und hinten wird die Luft dann wieder rausgesaugt, so gesehen. Das geht aber noch durch den Prozessor, Lüfter, und das seht ihr dann gleich noch. Dann von oben die Anschlüsse, das ist einmal USB 3.0, USB 2.0, nochmal USB 2.0, Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss, An-Reset und dann hier noch, das ist glaube ich für die Lüftergeschwindigkeit oder wie viel die reinpusten sollen, keine Ahnung. Dann einmal noch ein Bild, das zeigt das Bild, also das Gehäuse nochmal von der anderen Seite. So Leute, dann einmal hier, das ist, glaube ich, ja genau, das ist dann nochmal hier, seht ihr, wie viel Platz ihr habt. Ihr habt hier einmal, glaube ich, Platz für 3 normale Festplatten und für 3 SSDs. Ach nee, das sind die Laufwerke, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Hier unten sind die Plätze, das sind einmal 3 normale Festplatten, aber ich glaube, mit gewissen Adaptern könnt ihr da auch SSDs einbauen, das dürfte kein Problem sein. Dann einmal hier, das zeigt es glaube ich von hinten, oh ne, das zeigt es nochmal von vorne hier, wie gesagt, hier kommt dann das Mainboard, hier ist dieser eine Lüfter, falls ihr den seht, hier der Lüfter und hier sind dann noch die gewissen Lüfter verbaut, hier ist aber noch so ein Gitter vor, damit ihr das nicht so heftig sieht. Dann nochmal von ganz normal mit dem Fenster, das ist etwas abgedunkelt. Nur wenn ihr da noch etwas mehr Style haben wollt, empfehle ich euch, dass ihr hier noch so kleine LEDs, es gibt da so gewisse LED-Bänder, die könnt ihr euch in verschiedenen Längen kaufen. Da habt ihr dann so eine kleine Fernbedienung für. Da kann ich euch von mir aus auch mal ein Tutorial machen. Das kommt dann, lässt aber noch dann auch etwas auf sich warten. Dann könnt ihr das hier so um das Gehäuse und drum machen, dann habt ihr auch hier alles zum Beispiel jetzt in Rot beleuchtet und das ist schon ziemlich cool. So, jetzt waren wir schon mega lange am Gehäuse. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Prozessor. Die Preise seht ihr hier immer. Und hier stehen nochmal 6x HDD und 6x SSD. Also praktisch 3x SSD und 3x HDD. So, dann der Prozessor, das ist ein AMD Athlon X4 860K 4-Core mit 3,7 GHz. Der hat den Sockel FM2 Plus. Der ist in der Box, das heißt, ein Kühler ist schon mit dabei. Nur wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen anderen Kühler nehmen, weil die Boxkühler sind manchmal, naja. Ihr könnt den übertakten auf 4 GHz. Wie schon hier gesagt, 4-Core, also 4 Kerne. Ist ein mega guter Prozessor. Man könnte auch rein theoretisch einen Intel Core i3 nehmen.
Nur der ist halt schwächer als der und da ist der schon 1000 Mal besser. Das Mainboard ist von Gigabyte, so. Das ist das F2A88XM. Ist auch für AMD speziell. Es hat 2x USB 3.0, 8x USB 2.0 und 8x SATA 6G, HDMI, DVI, FGA. Das heißt, ihr könnt dafür auch 3 Bildschirme benutzen. Also ist mega gut zum Gamen, auch wenn ihr aufnimmt. Und wir können uns mal hier kurz die Anschlüsse angucken von hinten. Das ist dann einmal hier dieser alte PS2-Anschluss, ist das, glaube ich. Dann einmal USB 2.0 ist das, glaube ich. Dann einmal, ich glaube, HDMI und DVI. Dann einmal USB 3.0, HDMI, USB 3.0 ist das, glaube ich, oder 2.0. Internetstecker und hier, ich glaube, das ist Soundsystem 7.1. So viel zum Mainboard, das seht ihr auch hier den Preis. Ihr könnt ja auch von mir aus mit dem Taschenrechner mitrechnen, dann seht ihr, dass das hier kein Fake ist. Dann einmal die Grafikkarte, das ist die auch von Gigabyte, die Random RX 460 Windforce OC 4 Gigabyte, also die 4G beziehungsweise hier 4000 Megabyte GDDR5 RAM. Das ist, also wie gesagt, schon 4 GB und auch für einen ordentlichen Preis. Also die kann so, würde ich mal sagen, mit so einer GeForce GTX 750 mithalten. Die ist auch, habe ich ja gerade schon gesagt, von AMD. Wie gesagt, 4 GB, VRAM, 2,212 MHz Boosttakt, 7000 MHz Speichertakt und wie gesagt, GeForce 2 Kühler Design, also 2 Kühler. Dann einmal der RAM, das ist der HyperX Fury Series Schwarz DDR3 RAM, der CL10 8 GB Kit, kann man groß nichts zu sagen, ist ein mega guter RAM, auch wie hier der Preis. Und zu guter Letzt das Netzteil, das ist eigentlich so gesehen das Wichtigste, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Das ist das Coding 480 plus Bronze Netzteil, 400 Watt. 400 Watt reichen vollkommen und es ist kein China-Böller. Hier könnt ihr euch doch mal die ganzen Bilder angucken. Hier die ganzen Kabel. Und ja, das war dann der 400 Euro Gaming-PC. Ich kann jetzt nochmal hier kurz den maximalen Preis einblenden, wie viel das jetzt wirklich gekostet hat. Und dann noch hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungen habt, was hier eigentlich schon die ganze ist für 400 Euro, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Like, der abonniert, kommentiert und bis dann. Ciao. So Leute, ich habe eigentlich jetzt so gesehen einen Teil vergessen. Und zwar die Festplatte. Und zwar war das bei mir etwas verpeilt. Ich kann das ja mal ganz kurz erklären. Und zwar ist das dieser PC. Den wollte ich mir auch bald holen. Und auch hier vielleicht vor der Kamera zusammenstellen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Auf jeden Fall nehme ich dann von meinem alten PC die Festplatte. Und deswegen habe ich das da etwas verpeilt. Weil ich das da nicht dazu gerechnet habe. Ihr könnt aber Festplatten nehmen, entweder auch von eurem alten PC. Meine Festplatte hat jetzt zum Beispiel 2000 GB, das reicht vollkommen. Es reicht aber auch eine 500 oder 1000 GB Festplatte, vollkommen. Da müsst ihr mal entweder auch von eurem alten PC nehmen, oder es gibt da auch richtig viele zu einem richtig guten Preis. Da müsst ihr selber mal gucken, da kann man eigentlich nie irgendwas Falsches nehmen. Also da müsste man gucken. Entweder, keine Ahnung, vielleicht einen Freund fragen oder auch, wie gesagt, die alte Festplatte nehmen und ja. Wie gesagt, dann noch, was ich gerade gesagt habe, noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.